Sie variieren jetzt mal ein bisschen bei den Ecken, was die Schützinnen angeht. Gwynn von links. Und der geht wieder direkt ins Tor. Nicht zu fassen. Dahlmann hat Platz. In der Mitte ist Laurent. Und dahinter ist Damjanovic. Dahlmann, Damjanovic. Die Entscheidung in München. 2-0 für die Bayern. Auf einmal klappt vieles bei den Münchnerinnen. Linda Dahlmann, die möchte selbst auch noch eins machen. Und wie macht sie das? Auf Maxi Rall, aber die kann den Pass trotzdem schön zu Damjanovic spielen. Und der ist auch gut. Und Dahlmann hat wieder gelauert. Und da ist das 1-0 für den FC Bayern. Jetzt ist Sidney Lohmann. Und Dahlmann und schon wieder 2-0 FC Bayern. Und es ist wieder Linda Dahlmann. Stanway. Heute nicht so auffällig, weil sie natürlich auch ein bisschen schöner Pass von Cat und dann ist Schiller da und da ist das 3-0. Dahlmann, schöner Pass auf Schiller und ganz alleine 4-0. Oh, kommt durch, Clara Bühl. Bühl lässt rein und Linda Dahlmann, 1-0 für den FC Bayern. Stumpfen Schlag bekommen hat. Flanke ist gut, ist drin. 3-0 FC Bayern. Tainara. Holt die Kugel. Damjanovic auf Cat. Cat quer auf Magol. Die mit der Hacke. Zaubertor. Ist gut gelöst. Bis zu Linda Dahlmann. Querpass. Jetzt macht sie's. Jetzt Linda Dahlmann. Schüller. Dahlmann fällt. Kein Foulspiel, Bühl. Jetzt ist er drin. Und wieder der FC Bayern über rechts. Laurent, guter Ball. Lea Schüller. So, es bleibt weiter knapp. Cat nochmal. Franziska Cat probiert's. Oh, ein Sieger. Nächste Ecke, die vierte. Für Bayern, Simon. Und er ist drin! Schiller mit dem Kopf, 1-0. Das sind Strapazen, denen sich die Spielerinnen aussetzen müssen. Caro Simon mit der Ecke und der Kopfball ist gut. Figostatir, 2-0. Zadrazi, 3-0. Lina Magol. Lina Magol macht das 1-0, 28. Laurent verpasst, Dahlmann, Linda Dahlmann und Franziska Keck macht das 2-0. Na, Ratofikovic kurz nicht einverstanden, der Ball kommt richtig gut und da steht 1-0. Bühl. Dahlmann lauert, die kriegt den Ball und es steht 2-0. Super Spielzug. Ah, sehr dynamisch vorne hinter Dahlmann. Und mit einem guten Auge. Bühl. Schüller, die Chance und es steht 3-0. Da müsste schon Frankfurt gewinnen, dass das sich ändert. Franzi Kätz super rübergelegt. Schüller und es steht 0-4. Aber die Bayern wollen jetzt in Führung gehen und jetzt ist es passiert. Georgia Stanway. Lohmann hat die Chance. Sidney Lohmann, das ist das Außen. Po, ich das liebe trauen das. Sich auch nicht das alle, ist ne? Großartig. Genau so muss es sein. Der kommt gut und es steht 1-0 für den FC Bayern. Super Zuspiel auf Schüller. Das ist die Chance für Schüller. Und es steht 2-0. Und dann ist das fein durchkombiniert. Magul, Bühl, jetzt wieder links. Magul, 2-0 Bayern. In der A, aktuellen Situation und B natürlich auch gegen so einen Gegner. Ah, da kommt Dahlmann da
nochmal. Bayern, und jetzt müssen sie aufpassen. Die Mitterinnen kommen über Bühl, die wird immer stärker. Clara Bühl, super in die Mitte, die Chance. Und es steht 1-0 für die Bayern. Stanway, super Ball, Maxi Rall. Und schon wieder trifft Maximilian Rall ins Schwarze. Komm, sage ich es mal über rechts. Duisburg muss klären. Der Ball landet im Tor. Im Moment sind die Duisburgerinnen hier gerade im Sandwich. Standard, Möglichkeit, Tor. Der Ball rutscht drüber. Elena Mahmutovic, sich mehr und mehr einzuschalten und vielleicht nochmal nachzulegen. Diego hat was dagegen. Lina Magul, Ecke. Vielleicht die Naht nach oben. Nach Mutovic gegen Stanway. Eiskalt verwandt. Lea Schüller. Nochmal Rall. Chipper auf Lohmann. Degen passt auf. Verliert die Kugel an Sidney Lohmann. Ah, 1-0 für. Guter Abschluss. 2-0 Bayern. Kommt wieder dazu, Stanway, Georgia Stanway, Lina Magul, 3-0, 28. Minute. Sidney Lohmann, und jetzt ist das 4-0 da. Stanway, klasse Pass auf Lea Schüller. Quergelegt, klasse gespielt vom FC Bayern. 5-0. Die Europameisterin gegen Merle Frums. Georgia Stanway. 1-0 für die Bayern. Und eben auch in Sachen Zuschauerzahl in Meppen. Das wird den Schnitt deutlich nach oben bringen. Blick auf die Bayern und das 1-0. Ist drum, es gibt den Elfmeter. Georgia Stanway gegen Wolfsburg hat sie gemacht. Und hier macht ihn auch aber ganz genau an den Posten und rein damit. 65. Minute. Defensive Mittelfeldspielerin Sandra Ziel, weil sie eben nicht nur hinten den Laden dicht hält, sondern auch Akzente nach vorne setzen kann. Simon mit dem Freistoß. Zu viel Platz da vorne drin und der Ball im Tor. Und hier ist Bühl. Das sieht super aus, was die Bayern machen. Und der Ball wieder im Tor. Kein Abseits. 2-0. Nächste Top-Möglichkeit für die Bayern. Caro Simon oder Lina Magul. Normalerweise macht solche Dinger Lina Magul. Und jetzt hat sie ihn auch auf ihrem starken Rechten. Aber Simon haut den rein. Davon gibt es nicht viele Spielerinnen in der Bundesliga. Die Bayern machen weiter. Die Bayern treffen wieder. Es ist viel zu einfach. 29. Minute. 4-0. Wieder hat Rall die Möglichkeit, wieder ist der Ball im Tor. 31. Minute, 5-0. Oh, 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 oh. Immer setzen sie sich durch, in so gut wie jedem Zweikampf. Mein Gott, es ist Wahnsinn. Lena Magul, Lea Schüller und Renessa Hansen. Magul, viel Platz für Lina Magul. Und dann ist er halt doch noch drin. Geklärt von Meissner, Simon und Schiller. Und nicht das 1-0. Verwirrung, Lina Magul, 2-0. Das nehmen wir auf dem Chancenzettel. Und jetzt ist er drin. Kurz gespielt auf den Kurzposten. Und drin ist er. 1-0 für den FC Bayern. Der Campus tobt. Goal immer eng zugedeckt. Aber trotzdem Platz. Caro Simon. Guter Chipball. Lea Schüller. 2-0. 12. Minute. In den Händen von Lina Magul landet. Mit dem Freistoß wieder hoch rein und Abpraller und jetzt ist er drin. 3-0 FC Bayern. Ecke kommt und die kommt gut und er ist drin. Jovana Damjanovic. 4-0 FC Bayern, 24.
von Anfang an gebraucht hat heute. Lea Schüller auf Damjanovic. Klasse verarbeitet. Super Tor von Damjanovic. 5:0. In der Mitte ist Stanway. Die kann schießen. Und die kann richtig schießen. 6:0. 32. Minute. Jovanovic. Caro Simon. Flach ein. Lina Magol. 37. Minute. 7:0. Die einzige Frage, wie hoch wird es am Ende? Caro Simon macht ihn direkt und macht ihn rein. Klasse Schuss von Caro Simon. Bei der Ecke. Mit links schön geschlagen auf den zweiten Posten. Drin ist er. Nächstes Tor. Und da ist er. 10:1 für den FC Bayern. 80. Hier sehen wir es nochmal. Ball abgerollt. Dann der Rückpass von Molly Rose direkt in die Füße von Lea Schüller. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.